Yo, was geht hier ab, Mann? Bitte jiggelt die Uhr. Uiuiui, Leute, wir haben ja auf jeden Fall schon mal einen ganz komischen Room, okay? Klick mal. Beschütze die Königin. Beschütze das Scepter. Stück, verstecke dich. Verstecken ist erledigt. Die Königin beschützen. Warum ist da jetzt ein X-Digger und hier ein Haken? Hat das nicht geklappt? Beschütze das Zepterteil. Was zur Hölle war das gerade, Mann? Oh. Was geht ab, Mann? Sheriff Hotstar. The thought of what could be happening on the floor above terrifies me. Picture hundreds of angry animals finally escaping. With only one thing capable of giving him peace. And that's to get you and your friends. Okay, bro. I'm not gonna sugarcoat it. We're in Is it in Schwierigkeiten? We can't stay here long. Unless you want to be swallowed whole with sharp teeth making you easier to digest. Okay, bro. Ich weiß, dass wir jetzt in Schwierigkeiten stecken. Kleiner Recap für euch. Queenbone Celia ist halt abgehauen. Warum wird das Ding hier in der Ecke gespawnt, Digga? Also, Leute, kleiner Reminder. Queenbone Celia ist ja letztes Mal übelst ausgerastet, völlig durchgedreht. Und wir sind jetzt halt hier unten. Die haben jetzt erstmal eine White Keycard gefunden. Das ist ganz cool. Ich werde das gerne natürlich auch wieder modden, falls ihr Bock habt. Hashtag... Get out of here, partner. Was war das denn? Dinger, Flynn liegt hier einfach so. Lag der hier eben auch schon? Bro, wir gehen jetzt einfach mal direkt hier durch, ne? Ich habe sehr Bock zu sehen, was hier alles geht. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das Video in zwei Teile machen müssen. Bro, was geht denn hier ab? Bro, wir müssen durchziehen. Sheriff Totzer, komm. Anscheinend ist Queenbone Celia / Bitter Jiggles auch noch so ein kleines Problem. Bro, beweg dich. Wir müssen. What? Oh, oh. Come on. We can't stay in the dark. Let's head to that light over there. Nein, wir müssen zum Licht laufen. Warum? Die Lichter sind aus. Bro, was kommt hier? Oh, oh. Da ist irgendwas an der Seite gewesen. Sheriff! Oh mein Gott. Phew. We should be safe for now. Junge, was war denn das hier gerade, Alter? Geht denn da ab? This is where I took refuge after being dumped. Wo zur Hölle sind wir hier? Many cold and lonely nights have been spent here. Once that I wish to forget. Junge, das Speed Limit Schild 15. Kann man die Tür hier öffnen? Nein. Er wurde von der Königin und Bitter Jiggle und ein paar anderen gefunden und war dumm genug, dass es besser werden könnte? Was ist das denn da oben? Ich gebe später ein Review zum Game auf jeden Fall, Leute. Okay. Oh! Das hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ich probiere es jetzt nochmal direkt. Müssen wir vielleicht... Warte mal ganz kurz. Eigentlich macht das doch Sinn... Ey! Junge, hör auf zu reden. Lass mich erstmal gucken. Ja. Okay, das hat gut geklappt. Oh, jo, okay. Ich bin im Parcours-Modus jetzt hier gerade. Das sieht aber nicht schlecht aus. Ich weiß nicht, wie wir in den anderen Sektor kommen. Ja, Bro, chill mal. Ich krieg das schon hin. Alles cool. Das hat geklappt. Das auch. Und ich bin oben, Leute. Auf entspannt. Aber hier ist alles dunkel. Der Heck? Was geht hier ab, Mann? Okay, warte mal. Hallo? Wer ist das? Bruder, ich bin dead! Ich check nichts vom Game gerade. Okay. Da ist ein Buch. Fühlst dich seltsam? Was zum... Junge, was geht ab? Das war vorgesehen vom Game anscheinend. Okay, das können wir auf jeden Fall nicht einsammeln. Ich sammle das jetzt einfach ein. Mein Spielzeug ist jetzt mit einer Lichtquelle ausgestattet. Ja, das ist ja eigentlich schon mal nicht schlecht, oder? Das würde ja bedeuten, meine Drohne hat jetzt irgendwie Licht oder was. Hä? Bro, was geht denn jetzt ab? Bambelina ist hier? Okay, Mann, jetzt wird's echt interessant. Yo, was läuft hier, Mann? You happen to know anything about someone who tricks others? And imprisons them. This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time. Bambelina sagt, dass sie jemand eingesperrt hat. Das war doch Sheriff Totster, oder nicht? The culprit is incredibly clever and good at what he does, and that he's very handsome. I didn't say that. Oh no. Sie sagt, jemand hat sie eingesperrt und Sheriff Totster weiß angeblich nicht, wer das war.
My students are my responsibility. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. We ought to find the culprit. Okay. But let's make sure we're alive. Was kann ich mit meiner Drohne jetzt hier so machen, ist die Frage. Gucken wir mal. Wir sind zum Einführungssektor gehen. Oh! Okay. Er hat Licht auf jeden Fall am Start. Mrs. Mason. Sie scheint eine Menge durchgemacht zu haben. Wir müssen uns alle darauf zu konzentrieren. Okay. Also weiß ich jetzt ja nicht, warum sie Mrs. Mason heißt, ne? Bisschen hier durch, oder? Hallo, Drohne? Kannst du mal herkommen? Okay, wir gehen durch das Dunkle mittels Drohne. Wo muss ich denn da hin? Wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß ja nicht mal, was hier drin ist. Oh, in Sicherheit bringen. Warum in Sicherheit? Warum in Sicherheit? Wo zur Hölle muss ich jetzt hin? Leute, ich habe keine Ahnung, was in diesem Dunklen hier ist, aber... Okay, ja. Wir tryen es einfach mal. Bisher hat die Story noch echt wenig Sinn gemacht, muss ich sagen. Also wirklich, fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber ich beschwere mich erstmal nicht. Da hinten ist eine Tür. Bring mich zur Tür, Scotty. Was zur Hölle ist da hinten? Nee, ich komme da jetzt nicht durch, ne? Das wäre so blöd. Okay, warte mal. Da ist irgendwie... auf jeden Fall... gelbes Schloss. Kann ich safe nicht öffnen. Ja, sehen hier auf jeden Fall... okay, einen gewissen Room. Wir gehen mal hier rüber. Denn es gibt hier noch einen Weg weiter. Gelben Raum müssen wir uns auf jeden Fall nochmal so ein bisschen aufbewahren. Ich hoffe nur, dass uns hier halt nichts erwischt. Und warum ist es hier eigentlich so dunkel? Ich meine, ja, die haben mal vor einiger Zeit in Garden of Benwin viel über den Abgrund geredet. So Abyss sozusagen. So habe ich ja auch Zolfius eine Zeit lang genannt. Nur, was genau das sein soll, weiß man ja nicht. Und vor allem, was lauert hier im Dunkeln? Wenn ich das Licht für einige Sekunden verlasse, gibt es ein großes Problem. Da sind auf jeden Fall mehrere Türen und wir haben die Möglichkeit, hier eventuell den ein oder anderen Stromkasten anzuschalten. Gucken wir einfach mal. Okay, vielleicht klappt es hier auf entspannt. Schalten wir den Stromkasten mal ein. Okay, ich weiß nicht, was das gebracht hat, aber hier ist ein Zettel. Hallo, Mami. Wir werden nicht mit dem Gesicht reden, wie Miss Mason gesagt hat. Also Ben Belina, Dinger Flynn, Claire, Me, Party. Und das Gesicht ist... oh, Zolfius. Und die ist irgendwie erschrocken. Boah, Junge, jetzt lernen wir vielleicht die wahre Geschichte über Zolfius kennen. Okay, I'm down for it. Ich bin auf jeden Fall am Start. Dave, mach die Tür auf. Was geht hier ab? Oh, was ist das denn für ein Raum? Junge, wo sind wir hier? Start hier. Stuhlecke. Vielleicht muss man je nach Farbe oder so irgendwas machen. Ich denke nicht. Oh, warte mal. Hier gibt es eine rote Glühbirne. Kann ich noch nicht so viel mit anfangen. Auf jeden Fall noch eine andere Keycard gefunden. Das ist ganz gut. Weiß halt nur nicht, ob wir damit jetzt... okay, wir können hier in diesen Raum vielleicht. Ja, sehr geil aus. Moin, Bitter Jiggles, was geht? Are they gone? Ja, die sind weg. Oder wie meinst du? Don't worry, I'm not going to hurt you. Er tut mir nicht weh. Damage as it is. I know it doesn't make up for what I've done and trying to take you down. Weiß ich ja nicht, ob ich dir das verzeihen kann, Bitter Jiggles, weil du wolltest echt schon viele Leute umlegen. Beschütze das Zepter. Ich glaube, Bitter Jiggles ist ein 31er, Leute. Er sagt zwar, es tut ihm leid, aber er hatte eine Mission. Beschütze das Zepter. Beschütze das Zepter um jeden Preis. Ich habe jetzt Kopfhörer aufgesammelt, okay. Warum, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einen Schalter aktiviert und ich gehe mal davon aus, dass jetzt mehr Dinge möglich sind. Ah, ich weiß, ich kenne den Plan. Ich kenne den Plan. Ich muss jetzt alle Schalter aktivieren und dann resettet sich das. Und damit ich Glühbirnen aktivieren kann, sozusagen, muss ich jetzt zum Beispiel für die rote Glühbirne alle Pläne sozusagen durchgehen. Also hier die roten Glühbirnen. Egal, jetzt muss ich zweimal blau und zweimal Ding finden. Zweimal diese Farbe hier. So, und wir haben das hier drüben. Das heißt, das ist der erste Schalter. Und zwar ist das für die rote Lampe. Jetzt einmal grau, einmal blau und zweimal hellblau. Dann grau, grau, also zweimal grau, blau und das hier. Ja, das dürfte der hier sein. Dann haben wir auch wieder zweimal... ja, eigentlich das gleiche, oder? Und dann müssen wir zweimal wieder blau finden. Ja, könnte der hier sein. Und der letzte Schalter ist der da drüben. Müsste dann die rote Lampe ergeben. Jetzt haben wir die rote Lampe freigeschaltet. Das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt können wir die blaue Lampe noch freischalten. Das ist dieses Mal ein anderer Code. Okay, ich gebe mal den hier ein. Und dann haben wir... nochmal das gleiche anscheinend. Also es gibt zweimal, gibt es das hier.
Oder bin ich im falschen Film? Nee, zweimal blau und zweimal hellblau. So, so langsam, ich mache mich vertraut mit dem System hier. Man merkt, ich krieg's jetzt hin. Langsam. So, dann haben wir ja im Prinzip nur noch den und den anderen. Das ist dann die blaue Lampe. Okay, die blaue Lampe leuchtet auch und man sieht schon, hier wird irgendwie eine Schrift oder sowas sichtbar. Ich kann mir fast vorstellen, dass es etwas damit zu tun hat. Ja, wie so ein Overhead-Projektor. Da muss man was an die Tafel bringen. So, sind wir hier in der Schule oder was? Ich meine, gut, das macht natürlich irgendwo auch Sinn. Ben Bens Kindergarten. Naja, gucken wir mal weiter. Also wir müssen ja noch die grüne Lampe machen. Und zwar fangen wir hiermit an. Dann fangen wir damit hier an. Dann wieder hiermit. Das haben wir dann als nächstes. Ganz normale Farbkombi. Nee, die hier. Zweimal blau. Einmal muss da auf jeden Fall grün mit sein. Alright. Sollten wir eigentlich alles erledigt haben. Grüne Lampe ist auf jeden Fall auch am Start. Er fragt sich, wofür die bunten Lichter sind. Kann ich dir auf jeden Fall sagen. Dadurch wird jetzt das Symbol Ben Bens Kindergarten aktiviert. Ich bin mir echt nicht sicher, wofür das sein könnte. Ich glaube aber, das muss da auf jeden Fall an diese Tafel da irgendwie ran. Woanders macht gar keinen Sinn. Ja doch, das sieht ziemlich gut aus. Oh. Ich muss mich hinsetzen. Oh mein Gott. Was kommt da? Habt ihr es gesehen? War das Snap-Nap? Hier draußen läuft ein Video. Don't say a word. Hallo? Anybody in there? It's your friend, Bamban. I need your help. He's out already? Don't even think about opening this door. Ist das Demon Bamban, der jetzt hier gerade kommt? In you go, child. Was kommt da jetzt? Ah! Was war das denn? Ich hätte die Tür vielleicht nicht öffnen sollen. War vielleicht nicht so eine gute Idee. Was ist denn das für ein Game bisher, Mann? Sehr, sehr verrückt. Ich weiß ehrlich nicht, was ich davon halten soll. Oh, ich muss jetzt wieder durchziehen. Hey, mach die Tür auf! Oh mein Gott! Was für eine elendige Gestalt des Bösen soll das sein? Ich habe keine Ahnung, was das war. Wir müssen es auf jeden Fall später natürlich noch untersuchen. Aber erstmal bin ich völlig geschockt. Was hier schon wieder läuft, ey. Puh. Dieses Mal rennen wir direkt durch. Und ich finde es auch krass, dass Bitter Jiggles einfach die Tür schließt, ne? Bro, mach zu den Aal. Ich mache gar nichts mehr auf. Ich stelle mich in die Ecke jetzt. Was ist das für eine Stimme? Die ganze Zeit, öffne dich. Open up! Open up! The lights are turning back on. I think the video is ending. It's worse than I thought. And it's all because of me. We should go. Junge, was ist da draußen gerade passiert mit der Jiggles? On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. Es gibt echt ein Problem zwischen uns beiden. Okay, ich drück mal diesen Schalter hier. Okay, Peter Jiggle folgt mir jetzt. Junge, was? Ich habe einfach ein Mate jetzt, Leute. Das war's doch nicht. Es gibt noch einen Code. Gibt es hier einen Secret Room? Weiß ich nicht. Aber es gibt eine Kassette auf jeden Fall. Die nehmen wir safe mal mit. Gut zu wissen. Man weiß ja nicht, ob vielleicht nochmal ein anderer Room oder so in Frage kommt. Ja, bitte, Jiggles, wir müssen durchziehen. Ich hole mal hier ein bisschen die Drohne ran. Die macht hier so ein bisschen Licht auch entspannt. Und der darf da jetzt im Dunkeln laufen oder was? Aber ich nicht. Das hat irgendwas mit dem Schatten zu tun. Ich glaube, wir lernen wirklich hier so ein bisschen die Geschichte, das gerade gehört. Dada, du? Bro, keine Ahnung, was hier geht. Hey, Mann, der gehört zu mir. Alles cool. Junge, was haben die denn da gebaut? Bro, das ist ja wirklich wie im Kindergarten. You two should go.
Your fate in here won't be much better than your fate out there with the naughty ones. I don't need no partners. I'll find Little Beak, and together, we'll rid the world of monsters. Wer zur Hölle ist Little Beak, Bro? Ah, das Monster ist hier! No! I'll save you! Let's get out of here! Bruder, wir hauen hier ab! Lass uns den Abgang machen, Alter! Öffne die verdammte Tür, Bro! Ist mir egal wie, aber mach das Ding einfach jetzt auf! Nein! Okay. We're safe for now. So, there's that. Oh. It's you two. The duo. Los, Dinger Flynn, was geht? Das zerstörerische Duo, sagt er. Wir haben noch gar nichts gemacht. Wir sollten gehen und die anderen Türschalter einschalten. Als nächstes gehen wir in den Potenzialsektor. Ich meine, echt jetzt? Okay, Digga, ich tu's. Ich gehe durch das Dunkle hier. Weiß ich ja echt nicht. Ich kann natürlich auch an Anfang wieder zurückgehen, sozusagen. Aber will ich irgendwie nicht. Ja, Mann, flieg mal hier rüber. Hallo, du sollst hier rüberfliegen, Lampe. Was ist denn das? Junge, fix dein Game, Entwickler. Bro. Ja, natürlich werde ich da tilt. Muss mich ständig hier in Sicherheit bringen. Also, ich sehe ja auch nicht, was hier ist, Mann. Das Spiel hat einfach zu viel mit Dunkelheit zu tun, Digga. Ich sag dir ehrlich, viel zu wenig Möglichkeiten. Okay, Leute. Ich schau mal, ob ich hier irgendwas sehe. Okay, was läuft hier gerade? Lichter sind angegangen. Bro, ist das da oben? Ben Ben? Ja, Mann. Eine gelbe Schlüsselkarte. Das ist gut, dass die hier zufällig liegt. Wer kennt's nicht? Denn gucken wir mal, was in dieser Tür hier drin ist. Gelbes X. Ja, Mann, ich brauche immer ganz dringend eine Drohne, glaube ich. Können die bis... Also normalerweise waren diese gelben X immer irgendwie eine Drohne. Ich gucke mich erstmal in diesem Raum hier um. Liegt hier irgendwas auf den Bänken? Come on, man. We have to get back together. Was? Not a chance. Your jokes? Are trash. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. Das ist ein YouTuber. We must get back together to prevent that. Oh, you make a good point. Das ist auch ein YouTuber. Deck Blake ist hier auf jeden Fall drin. Never! Ja. Das war's auf jeden Fall. Junge, die sind im Eimer. Okay, wir hatten hier gerade eine interessante Szene von zwei YouTubern. Ich weiß nicht, wer der andere ist, aber das ist, glaube ich, so ein Faktenerzähler. Also, seine Stimme kam mir bekannt vor. Ihr wisst es eh später wieder, also Safe Call. Aber was ich jetzt halt natürlich ein bisschen blöd finde, ist... Oh, Moment mal. Ah, wenn wir gut sind, dann könnten wir da vielleicht hinkommen. Liegt da... Ah, da hinten liegt auf jeden Fall noch irgendwas auf der Seite. Lass mich mal sehen. Wir könnten hier den Hut einsammeln. Ich glaube nicht, dass es smart ist, hier runter zu springen. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir die Drohne vielleicht hierher holen, damit wir den Knopf unten aktivieren. Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass wir überhaupt in der Lage sind, den Knopf vernünftig zu aktivieren. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Purple bzw. eine Pink Keycard. Ich könnte natürlich hier runterspringen. Also könnte theoretisch. Ich guck mal, wie weit wir die Drohne runterkriegen. Eventuell, wenn wir sie bis hierhin fliegen lassen. Okay. Muss ich nur noch den richtigen Winkel schaffen. Verdammt, ich komme da einfach nicht ran. Hey Leute, ich werde jetzt ein risky Ding machen. Sehr risky werde ich jetzt gehen. Vielleicht lasse ich die Drohne dann erstmal hier gegenfahren. Okay, das ist gut. Ich bringe sie mal hier rüber. Lass die Drohne dann mal dagegen brettern. Hier können wir auf jeden Fall rein. Jetzt aber kein Secret oder so entdeckt. Wie können wir das da hinten klären, frage ich mich. Wer ist er denn? Sind das die beiden? Hallo? I will find it the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch. Okay.
Der Typ war komplett crazy gerade. Yo, Batman, was geht? Du auch hier? Ich weiß gar nicht, wie ich da runtergekommen bin. Was? I've seen cases escape containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Er will mit mir kommen. Ich kann auf jeden Fall nicht dadurch, mein Lieber. Ich habe auch keine Ahnung, was hier oben sein soll. Warum ist hier alles so mies dunkel geworden, ne? Ich verstehe es nicht. Was natürlich auch stressig ist, dass wir den Schalter da hinten nicht aktivieren können. Aber vielleicht könnten wir die Drohne mitnehmen. Nach oben. Einfach hier mal hin. Yo, Drohne. Du musst mal mies nach oben. Ah, Digga. Drohne ist so nutzlos, Mann. Ich kann die ganz schlecht ausrichten, leider. Ah, so langsam komme ich aber hier auf den richtigen Trichter, würde ich mal fast sagen. Wir haben sie jetzt mittlerweile schon auf der besten Höhe, um hier richtig gut reinzuleuchten. Okay, hier oben ist tatsächlich nichts. Tür ist offen. Sesam, öffne dich. Ben, wir gehen hier... Warum ist denn hier alles so dunkel, Bro? Einfach hinterhergehen. Tu es einfach. Ich gehe gar nicht mit Drone oder so. Ben? Wo ist der Typ? Er läuft noch. Ich seh ihn. Im Schatten. Bro. Okay. This one needs opening as well. Ja, ich mach das Ding jetzt schon auf, Ben. Alles cool. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ben Berliner steht hier, oder was? Hä, was ist das denn? Zwei Stück? Okay, das ist richtig crazy, Mann. Neues Rätsel. Look at this place. Seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Das sieht aus wie ein Rätsel. Frage ist nur, was für ein Rätsel? Kann ich die Dinger bewegen? Ja, kann ich. Und ich kann sie nur dorthin bewegen. Aha! Ich weiß, was für ein Rätsel ist, Leute. Das wird absolut ehrenlos. Ich schwör's euch. Digga, das ist der komplette ehrenlose Move. Okay, ich kann die Dinger sogar auch so schieben, sehe ich gerade. Ich muss Ben Belina wahrscheinlich hier rüberbringen. Auf diese Lampe sozusagen, die da leuchtet. Und ja, ich schieb sie jetzt erstmal. Jetzt habe ich hier sozusagen das Ding im Ring. Muss die Teile hin und her schieben. Das wird schon ein bisschen stressig, aber alles in allem. Digga, sollte das eigentlich easy machbar sein. Ist halt... Also ich kann so eine Rätsel eigentlich ganz gut lösen, Leute. Und sind die halt sehr zeitintensiv, ne? So, wir müssen jetzt Ben Belina da vorne hinkriegen. Und wir haben jetzt hier eine perfekte Kette sozusagen gebastelt, um immer eine Position zu schieben. Und dann die Ben Belina sozusagen um eine Position verschieben zu können. Ich wünsche mir, dass das anders ist. Aber I can deal with it. Let's go, weiter geht's. Machen wir jetzt nochmal. Nämlich müssen wir dort das Teil noch rausziehen. Schieb ab, Junge. Schieb ab. Digga, ich will gar nicht wissen, was Leute da teilweise an dem Rätsel, wie viele Stunden die da hängen, ne? Aber... Easy going. Ben, gleich Glühbirne. Okay, Mann. I trust you. Bro, was? Ist nicht sein Ernst. Ist jetzt echt nicht sein Ernst, oder? Oh, no. Ich muss ihn wieder zurückschieben, oder was? Junge, was ist... Digga, das ist ja komplett ehrenlos. Alter, Leute, Hashtag ehrenlos in die Kommentare. Ich schieb das Ding jetzt einmal mal ganz schnell zurück. So, dann haben wir hier auf jeden Fall auch schon mal wieder das Ding zurückgebracht. Okay, jetzt da drüben. Nochmal, Batman, du testest mich aber gerade ganz schön, ne? Ich kann dir sagen, Junge, das nervt. Was ist das da oben für ein Schalter? Boah, Junge, wir aktivieren ihn einfach mal, ne? Was zum... Safe, neuer Schalter. Safe, neue Karte. Da drin. Okay, das hier auch sehr entspannt. Wir nehmen erstmal den Aal raus und schieben den Aal hier so ein bisschen rum. Das ist, glaube ich, das Easy-Rätsel auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier gleich mit dem recht schweren Rätsel angefangen. Habe ich natürlich auch prinzipiell keinen Stress mit, muss ich sagen. Wir schieben jetzt... Ey, das ist auf jeden Fall deutlich easier, Leute. Also wirklich deutlich easier. Und jetzt schieben wir Ben Belina auch nochmal ganz kurz hier rein. Und jetzt ist aber Schluss, Ben, okay? Jetzt aber Schluss, Digga. Junge, das machst du doch mit Absicht. Das machst du doch mit Absicht, Diggi. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Dulli, Alter. Leute, Scam. Ich weiß, der macht das mit Absicht. Safe macht das mit Absicht. Schieb den Aal wieder zurück hier. Baller machen jetzt. Junge.
Ich komme mir vor wie sonst wer, ne? Ich hätte es eigentlich theoretisch einfach hier so rüberschieben können. Ich schieb's aber komplett darum, ne? Ich bin so ein... Also manchmal, ich sag euch Leute, manchmal auch komplett ein Brainlag, den ich hier hab. Ist so, Digga, ist so. Die Dinger schieben wir jetzt nochmal ein Stückchen nach vorne. Dann haben wir hier unsere Bambi... Nee, das ist Bambi nicht. Das ist echtes Bambi-Lina. Warum kam ich? Jetzt ist aber Schluss, ne? Easy. Jetzt ist wirklich Schluss und wir kriegen die Red Keycard für Floor 5. Also sind schon echt minus 5, Digga. Ist einfach geisteskrank, wie weit wir einfach schon unten sind. Können wir die Gießkanne mitnehmen? Können wir nicht, schade. Aber hier ist ein Zettel. Wow, wer ist er denn? What is that doing in here? Bro, was zur Hölle war denn das für ein Viech? Kannst du mir das sagen? Also ich weiß es nicht. Wir gucken mal den Zettel an. Ja. Okay, Leute, auf dem Zettel stehen jetzt nicht viele Infos, die für mich relevant sind. Wir gucken einfach mal weiter, ob wir... Es ist fast offen. Wir müssen noch einen Schalter aktivieren, schätze ich mal. Die Tür wurde nur ein Stück geöffnet. Wo zur Hölle soll jetzt der nächste Schalter sein, ha? Warte mal, was haben wir hier? Hey, oh. Is that guy over there a friend of yours? You can tell him to get down. Oh, wer ist er denn? It's not like we're gonna eat his pancreas. Hey, you can get down now. We're friendly. Hallo? Ah! Digga, Big F. Das war der erste Jumpscare, der mich echt genommen hat auch, ne? Krass. Einfach neuer Enemy gewesen. Junge, holy moly. Okay, Leute, also ich glaube, ich darf diesen Stock da definitiv nicht klauen. Sonst gibt's Stress. Schätze ich mal. Gucken wir mal. Oder war das vielleicht auch... Ich meine, ich wurde jetzt ja auch schon zweimal gefressen, sozusagen. Und es hat sich immer irgendwie was geändert. Hey, is that guy over there a friend of yours? Ich muss schnell sein, oder? Ich muss schnell sein, oder? It's not like we're gonna eat his pancreas. Oh mein Gott! Bro, was geht denn hier ab? You are my liberator. Der ist das. Yo, was? Junge, ich muss die Brecheisen sta... Peter Jiggles is dead. Lass mal die verdammte Tür hier aufbrechen. Komm schon, ich breche die verdammte Tür auf jetzt. Geht doch. Danke für die Keycard. Let's go. Abfatzen. Junge, das ist ja geisteskrank, was hier passiert. Digga, der Typ ist hops. Peter Jiggles ist hops. Bro, wer ist das? Dieser Typ mit seinem komischen Mund da. Diesen macht er. Ah, krisemiese. So, gucken wir mal. Was wir hier unten... ich dachte gerade, die Tür geht zu, Alter. Ich habe gerade ein bisschen mies geschoben, muss ich sagen. Okay. Alrighty. E-Door nehmen wir uns jetzt. Ist der noch da, da? Oben. Warte mal, ist er noch da? Ah, safe ist er noch da. Ich gehe trotzdem im Dunkeln jetzt einfach darunter. Es ist halt so krass. Mach doch... Warte mal, können wir eventuell mit der Helligkeit ein bisschen arbeiten? Nee, Digga. Auch das bringt wirklich nichts. Also ja, klar, man sieht es jetzt einen Ticken auf jeden Fall besser. Aber ich glaube, alles in allem schwieriger Hase hier. So, wir gucken jetzt erstmal, was hier unten... Junge, ich dachte, du wurdest gefinished, Alter. Wie kannst du denn jetzt schon wieder leben? Boah, was muss man hier tun? Sir Dadadu? Ist der neue Gegner? Sir Dadadu? Oh nein, Leute, ich darf keinen Fehler machen, sonst gibt's einen verdammten Alarm. Okay, Mann, ich soll dich covern? Kein Problem. Das klingt gut. Ich cover ihn. Er macht die ganze Arbeit hier unten und dann läuft der all. Bro, ich bin absolut bereit für den ganzen Stuff hier. Ich muss aber nochmal ganz kurz gucken. Okay, ich kann die Lampe weiter nach oben, weiter nach unten machen. Okay, ich muss auch auf die andere Seite gehen. Hier gibt es einen Knopf. Oh, Augen an die Decke. Start Reboot. Oh, oh. Okay. Okay, Leute. Ich muss jetzt mit dem Licht hier ein bisschen arbeiten. Ich hab's verstanden, Peter Jiggles. Jetzt hör auf zu quatschen, Junge. Geh an die verdammte Lampe. Beziehungsweise an irgendwelche Stromkästen und reparier die Bre. Sonst knallt's. Oh Gott, wer kommt jetzt? Oh, wir haben die erste Lampe rot. Was heißt das? Oh Gott. Weg damit! Jawohl. Oh no. Oh no. Oh Gott, Alter, wie viele das sind. Ich muss mich so anstrengen, Digga. Ich muss so reinschwitzen, Jungs. Und Mädels, ich muss so reinschwitzen. Ich muss auch irgendwie einen verdammten Schalter aktivieren für das Riesenmonster. Oh, wir haben reingelackt, Digga. Ein bisschen Zeit gewonnen. Ja, komm schon. Komm schon, komm schon. Hoch damit. Komm schon. Yes, rüber damit. Los! Bro, wie lange brauchst du noch? Setz den verdammten Strom jetzt auf, Mann! Hol einen Techniker oder so! Oh no. Done. Yes! Ich bin fertig! Bro!
ich konnte es nicht glauben, dass es gerade vorbei ist. Junge, 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 Junge. Leute, ich bin ehrlich mit euch. Ich bin gestorben und das gleich 7-mal. Es war richtig schwer, Mann. Ich lese mir jetzt erstmal den Zettel durch. Ist mir erstmal egal. Story gehen wir vielleicht nochmal einen anderen Tag drauf ein. Ich aktiviere jetzt den verdammten Schalter. Ich habe es mir wirklich verdient. Bitter Jiggle, wir hauen hier. Oh nein, da ist noch eine Tür. Oh, Bro, ehrlich. Ja, folgt der mir jetzt? Müssen wir jetzt durch die Tür hier oder was? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war, ne, für die Queen, diese Door da irgendwie sowas. Okay, Bitter Jiggles, Digga, lass durchziehen. Ich würde sagen, wir gehen dann mal lieber die dunkle Treppe hier wieder hoch und checken mal, was abgeht, oder? Bitter Jiggles, Bitter Jiggles, Jiggly Little, Jiggly. Ihr wisst schon, was ich machen wollte, ja? Also ein bisschen ihn stressen auf jeden Fall. So, Jiggy, Jiggy, mein Bester. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Du läufst mir jetzt hinterher, muss ich jetzt wieder rüber eskortieren, oder was? Was geht denn hier ab? Sagen die Dada? Da hinten wartet Stinger Flynn. Warte mal, wir müssen reden? Ich sag euch, Leute, der Typ ist ein falscher 50er. Ich hab's von Anfang an gecallt. Oh nein, er will einen Witz erzählen. Ja, komm, erzähl. Wie nennt man eine Kröte, die verärgert ist? Digga, deine Mutter. Did you hear that? They laughed. Oh no. Last time I told a joke, all I heard was yelling. Die fangen an zu lachen. Das könnte schlecht sein für Bitter Jiggles. Weil der wünscht sich, dass er, dass jemand über seinen Witz lacht. Okay, Mann. Das ist schon sehr, sehr komisch. Ich habe schon so Bock, das Game zu hacken, Leute. Hashtag Hack, wenn wir morgen mal eine Hacking-Folge machen sollen. Digga, dann hau ich einfach nochmal ein komplettes Hack-Video zu diesem Game raus, Mann. Why not? Junge Bitter Jiggles, wo gehst du denn hin, Brudi? Ah, ja. Safe, Digga. Yo! Yo! Bam-Bam hat Nap-Nap in den Käfig gesperrt. Der große Katzenfreund ist einfach hier reingekommen, als würde er den Ort kennen. Digga, als ob die Katze jetzt reden kann oder was? Stinger Flynn wollte ein Wort. Feels weird being on the same side again after all that's happened. Wir haben ja mittlerweile so viele Sprecher für deren Dialoge. Crazy. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Jetzt fühle ich mich auch mehr in der Story drin. Bin ich ehrlich. Jetzt macht die Story auch mehr Sinn. Rede doch! Vielleicht will ja auch einfach keiner reden. Okay. Gibt es hier noch irgendwie was, Bro? Das, also ich meine, es wäre doch echt noch interessant zu sehen, ob die Katze was erzählen kann. Hallo? Nap-Nap kann ich nicht aus dem Käfig holen. Ich habe eine Red Keycard, eine Pink Keycard. Oben ist auf jeden Fall sowas wie Green Keycard. Ging nicht die Pink Keycard da hinten? War da nicht was? Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wir müssen das checken. Oh, was geht hier ab? Ist das eine Secret Door zufällig, die ich gerade noch entdeckt habe? Aha, okay. Ich werde einmal einen Screenshot davon machen und dann machen wir die Tür mal auf. So, also als allererstes müssen wir so einen Sitz suchen und einen blauen und zwei davon. Das dürfte das hier sein. Da müssen wir zwei von diesen grünen irgendwie finden. Dürfte das hier sein. Ja, genau. Dann müssen wir zwei blaue finden. Ah, das ist eher der hier. Dann müssen wir den anderen, die anderen zwei blauen Stühle da hinten auf jeden Fall machen. Ja. Und dann haben wir als letztes ihn hier und dann ihn hier. Hä? Als ob das falsch war, Digga. Als ob das falsch war, Digga. Safe nicht. Ich habe mir das wirklich notiert. Okay, ich probiere es nochmal. Vielleicht habe ich mies gefettfingert gerade. Also, grün, blau. Oh, Digga, habe ich den als erstes genommen? Ich glaube nämlich nicht. Sorry, Leute. So, da müssen wir... Ja, das ist ja irgendwie nicht so richtig grün, ne? Aber, naja, ist ja auch egal. Also, ist das... Sind, ist, ja, doch, das kommt hin. So, dann den. Dann zwei blaue, das hier. Dann die anderen zwei blauen da hinten. Dann ihn hier. Nee, warte mal, den hier. Genau. Und dann den da hinten. Jetzt, Digga. Ich habe mich, glaube ich, eben verdrückt. So. Quietsch. Tür ist offen. Denke ich mal. Also zumindest macht es immer diesen Sound. Da hinten ist die Tür. Oh, Leute, das erste Secret, was wir jetzt hier entdeckt haben. Ich bin gespannt, was wir kriegen. Gebt mir eine blaue Keycard und eine Kassette. Verdammter Zettel! Ehrlich jetzt? Scam, Digga. Huge Scam. Ich wurde gescammt, Alter. Bestimmt gibt es noch den einen oder anderen weiteren Code. Den werden wir wahrscheinlich aber nicht sehen. Wir könnten jetzt, glaube ich, mit der Red Keycard vielleicht da hinten rüber. Denke ich mir mal. Weil, ja, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal ein bisschen weiter und gucken mal, ne? Bro, haben wir gerade mal die Hälfte vom Game?
Junge, das ist ja richtig lang, Alter. Muss ich los, Digga? Sag ehrlich. Auf jeden Fall jetzt ein bisschen blöd. Kann ich die schon aktivieren? Nee. Nun gut, dann müssen wir mal weiter gucken. I wanted to let you know that this is all happening because of you. Never convince yourself otherwise. Das ist alles nur wegen mir passiert. Kuss geht raus, Digga. Habe ich gerne gemacht. Für die YouTube-Fans, Leute. Junge, ich habe hier gar nichts gemacht, Junge. Du siehst aus wie eine Qualle mit einem Auge. Hör mal auf, mich so von der Seite anzublabbeln. Wenn ich nicht an Rohre angeschlossen wäre, die mir mein Galvanium entzogen und mich schrumpfen ließen. Du warst eine fette Qualle. Eine richtig dicke, fette Qualle warst du. Junge, zeig mir was. Ich bin wieder komplett ab vom Film. Alles straight up. Oh mein Gott. Guten Morgen, Schlafmütze. Wir warten auf den Bus. Junge, ich warte doch nicht auf den Bus, Mann. Och komm, ey. Mann, ich will nicht auf den Bus warten, Digga. Kann jetzt mal einer mir sagen, warum ich hier bei der Bushaltestelle stehe? Hört mal auf zu streiten, ihr Dullis. Ich bin der Captain, oder was? Ich bin der Captain? Ja, krass, ich bin Captain, Leute. Jawohl, klar weiß ich Bescheid. Was ist eigentlich da hinten mit Zollfürs los? Oh, noch ein Bus. Junge, was ist das denn für ein Bus? Ich will nicht in diesen Bus einsteigen, ich bin der Captain, nein. Leute, wir steigen nicht in diesen Bus ein, sage ich. Ich sage, wir steigen da nicht ein. Ich sage, komm zurück, das ist auch der falsche Bus. Captain Fiddle, komm mal zurück, ich bin der Captain. The Captain got kidnapped. What are we gonna do? Okay, ich bin doch nicht der Captain. Die meinten Captain Fiddles. Ich wusste nicht, dass sie mit so einem Dulli... We just lost two. Bro, was? It wasn't supposed to happen. We need to follow. Wait, is that the correct bus? Wie random war das gerade? Junge, das hat sich schon wieder angefühlt wie so ein LSD-Trips-Dinger, Flynn. Nicht cool. Nicht cool, Digga. Ich sag ehrlich. Da wäre mal gespannt, was der mir jetzt zu der Sache zu sagen hat. Oh Gott, Junge. Neue Keycard. Wir haben mir eine Keycard genommen. Ich habe die andere. Und mir ist egal, was du zu sagen hast. Ah ja. Die Keycard sah schwarz aus, finde ich. Und ist jetzt irgendwie blau. Das Game, Digga, ist höchst realistisch. Aber dass Bellman jetzt die Keycard mitgenommen hat, deutet, es gibt noch irgendwo eine Räumlichkeit, wo wir die Keycard für verwenden können. So, hier bin ich und muss erstmal, glaube ich, den Strom hier so ein bisschen aktivieren, bevor hier irgendwas abgeht. Ich schiebe auch echt immer richtig brutale Filme. Was hat Bellman jetzt mit dieser Schlüsselkarte gemacht, frage ich mich. Gucken wir mal. Hört ihr das? Jo, Mann, was ist das denn hier? Okay, das könnte sehr interessant werden. Ich glaube, ich muss in einer dieser Gärten irgendwie reinspringen. Kann das sein? Ich werde erstmal meine Drohne herbestellen und die mal vielleicht nach da oben abrichten. Okay, die Schalter gehen nicht. Na, dann checke ich erstmal die Lage aus. Was geht denn hier? Ich kann hier auf diese Hecke rauf und wahrscheinlich dann diesen Knopf hier drücken. Mach jetzt an. Der Knopf hier sieht anders aus. Anders als alle anderen, kann man sagen. Wo ist meine Drohne? Drohne, ich brauche mal hier ganz schnell deinen Einsatz. Junge, wie das Ding fliegt. But. Okay, wir haben den nächsten. Hol ich mal das Teil hier schon mal her und lass es schon mal so straight in die Direction fliegen, damit wir so ein bisschen Zeit sparen. Ah, ja. Digga, auf entspannt. Haben wir das, denke ich, gemacht. Und ich glaube, auch das ist hier schon wieder Chili-Milli gelöst. Perfekt. Wir haben jetzt hier eine, oh, hellgrüne Keycard mit einem Secret. Interessant. Das gucken wir uns nachher natürlich nochmal an, Leute. Aber bevor es da reingeht, erstmal hier noch den Aal machen. Muss den Aal, glaube ich, auch nochmal gleich ein bisschen justieren, bevor der dann, wenn man da reingeht, ne? Yes. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Tür sich öffnet. Wenn wir diese großen Knöpfe aktivieren, muss hier eigentlich die große Tür öffnen. Verdammt nochmal. Junge, komm, mach Arbeit da oben. Perfekt. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Was zur Hölle sollen wir jetzt hier tun? Ich habe jetzt 4 Knöpfe aktiviert. Alle da. Aber nichts hat sich geöffnet. Ich gehe mal zu dieser Tür hier hin. Schau einfach mal, ob was... Lol, Digga, da war ein Schalter. Den habe ich ja gar nicht geahnt. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl, weil hier ist alles so groß. Ja, ganz ungutes Gefühl. Alles geht aber irgendwie in so ein richtig kleines Labor. Syringion-Mission. Syringion? Syringion sucht nach seinen Lollipops für seine Patienten. Finde 8 Lollipops und bekomme einen Preis. Hallo, Riese. Junge, was? Reden die mit mir? Deren Vater, Syringion? Hier ist der Screen, Leute. Ich habe einen Lollipop gefunden. 3 Lollipops sind am
Start. Ich soll den Syringion sagen, dass die hier sind, ne? Ich habe Syringion bisher noch nicht gesehen. 4 Stück haben wir. Noch mal weiter gucken, Alter. Warum sind denn die ganzen Lollipops hier so verteilt, Mann? Was war denn mit den Patienten, dass sie hier so die ganzen Lollis irgendwo gelassen haben, hä? Was ist das? Warte mal, dahinter ist einer. Jetzt habe ich 6. Das sind 7. Und das erinnert mich so an Buggy Huggy, Alter. Ich bin ehrlich, Mann. 7 und vielleicht jetzt die 8. Wo könnte die 8 sein? Ah, sitzt ihr da drauf, ihr Gauner? Du hast keine Lollipops. Es gibt noch einen Lollipop, den ich übersehen habe. Checken wir mal die Lage. Da ist doch ein Lutscher in der Tür, Alter. So ein Sneaky-Beaky-like-Moment. Speed Limit 15. Ja, also da sehe ich ja auch viele jetzt gerade, ne? Wir gucken mal den Zettel. Es ist wieder irgendwie so ein Zettelmann mit Dingen. Was geht denn hier ab? Yo! Oh mein Gott. Digga, ist das der Vogel? Alter! Okay. Geht zurück zur Sicherheit. Sofort. Mhm. Bro! Zu wild. Okay, Digga, das Ding ist gefährlich. Ich sollte Batman vielleicht zuhören. Ich bin manchmal zu schnell, ich weiß. Aber Diggi, der hat ja auch richtig gerade so... Weißt du? Okay, Leute. Ich kann mir nur eins erklären. Ich höre den Vogel. Ich gehe zurück zur Sicherheit. Sofort. Oh mein Gott, war das knapp. Digga. Ich höre den Vogel. Ich gehe zurück für Sicherheit. Okay. Ich höre den Vogel. Ich gehe zurück zur Sicherheit. Oh mein Gott, war das... Oh, ich wurde gescammt. Gottlos, Digga. Hashtag Scam in die Kommentare, Leute. Oh mein Gott. Ich hoffe, euch gefällt das auch, dass ich mal so ein langes Video mache, weil ihr wisst ja, die letzten Releases war es so, dass ich immer so einzelne Parts gebracht habe. Immer so 7-8 Videos zu einem Spiel. Ich habe den Ausschlachter Denno gemacht. Aber Leute, mittlerweile habe ich auch selber festgestellt, dass es cooler ist, wenn man alles in einem einzigen Video hat. Und deswegen machen wir das auch, ne? Dafür bitte einfach nur ein Like da lassen. Würde ich mich freuen, wenn wir 10.000 schaffen auf diesem Video. Okay, Mann, ich habe gerade was völlig Abgefahrenes getan. Ich habe einfach dieses Ding auf entspannt gesneakt. Und dann war cool. Am Anfang passiert anscheinend nichts. Have something do as much noise as possible and then make a run for it while it is distracted. Easy. Ich hab die Dinger. Zack, zack und weiter geht's. Ich schieb das Ding raus. Jetzt muss ich ganz schnell durchziehen. Nein, ich muss zu den beleuchteten Zelten. Oh, ich bin so dumm. Oh, Bro, ich hab komplett verkackt, Digga. Safe Call. Safe Call. Okay, vielleicht auch nicht. Ah, ich kann jetzt also auf entspannt hier hingehen und die zweite Batterie einsacken, oder was? War da gar nicht drin. Scam. Das ist auch echt geil, wenn man Ban-Ban ist und da oben am Chillen ist, oder? Okay, ich kann jetzt hier diese Markierung nehmen und könnte jetzt theoretisch auch hier rüberlaufen. Okay, also hier ist alles erstmal sicher. Aber was machen? Digga. Das ist alles Galvanium-Fass? Jawohl, er wurde getroffen von Galvanium. Ich weiß, ob das gut oder schlecht ist. Ich nehme mal den Boxhandschuh mit. Okay, ich konnte das hier ganz easy jetzt machen. Ganz easy managen. Und... Ah. Es geht wieder los. Ich muss jetzt zu den anderen Zelten schnell. Da oben ist der Vogelmann, der ist gerade abgelenkt. Der hat das Ding sowas von aufgegessen. Seht ihr das? Es ist in seinen Flügeln drin. Okay, wir haben hier auf jeden Fall den entspannten Way to go. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt zurück? Irgendwie müssen wir es ja schaffen. Wie kommen wir da jetzt hin? Doch ein Galvanium-Fass. Okay, Junge, ich schieb das Ding, Alter. Ich schieb das Ding. Jetzt. Let's go. Okay, Leute, wir haben alle Batterien. Jetzt müssen wir die nur noch hier reinklemmen, stimmt's? Oder? Ich bin wieder da, Bro. Hey, Vogel. Komm her. Digga, ich hab ihn sowas von wegrasiert. Turbotot nenne ich das. Hau rein, Brudi. Das war's für dich. Ciao. Digga, ich soll Sicherheitstrainer werden? Easy, Mann. Okay, soll hier bleiben, wo ich bin. Der macht was mit der großen Tür. Er meint wahrscheinlich die hier, oder was? Das ist doch keine große Tür, Digga. Das ist ja sowas von... Alter, wo bin ich hier? Junge, crazy. Okay. Secure and exit. Recharge. Secure and exit. Okay. Hallo, Vogel.
Oh mein Gott! Junge, der wurde gerade zerquetscht. Herr Bro. Charlie! Charlie ist wieder da! Warte mal, hey, warte, Charlie! Nein! Leute, es war's. Ich war so nah dran. Charlie ist weg. Oh, wer sich jetzt fragt, was ist mit Charlie? Leute, wir haben in Garden of Batman 4 entschieden, die Community und ich, dass wir den Vogel Charlie nennen und der ist einfach nicht mehr da. Ja, ich will das auch nicht nochmal erleben. Außer Charlie, den will ich jetzt suchen. Ja, Mann, mach mal auf da den Lachs. Mach mal den Aufgang. Na, mach mal auf da. Na komm, na los, mein Bester. Mach auf. Sehr gut. Oh Mann, was geht bei dir ab? Hab ich getan? Okay. Er hat gesagt, Digga, es passiert nichts Schlimmes. Ja. Dann gucken wir einfach mal, was hier oben ist. Oh, hell no. Es gibt eine versteckte Tür auf jeden Fall. Interessant an der Stelle. Was zur Hölle ist das hier? Kann ich auch noch nicht so genau sagen. Oh mein Gott. Was? Was? Bro, holy moly. Ich habe keine Ahnung, was das Rätsel hier soll. Aber anscheinend muss man... Ich gehe mal davon aus... Mann, stirb! Okay, ich dachte, ich habe schon damit gerechnet, dass ich tot bin. Aber ich bin ja noch nicht tot. Wegen alles auf easy, Leute. Okay, Leute. Ich habe mir das Ganze mal so überlegt. Also vom Ding her, ich muss jetzt erstmal hier den Recorder drücken. Muss ich hier rüberlaufen. Kann aber theoretisch, glaube ich, auch wieder zurückspringen. Das heißt, wir können damit auf entspannt Sachen skippen. Zum Beispiel hier. Wenn mir das jetzt hier nicht passt, springe ich zurück und dann rollt er sozusagen einen weiter. Okay, muss ich sogar tatsächlich jetzt gerade machen, sehe ich gerade. So, und jetzt könnte ich hier rüberspringen und dann dahin. Und ich bin hier aktuell, bin ich hier safe. Jetzt muss ich halt nur überlegen. So, wenn ich hier rauf springe, dann zeigt er in die Richtung. Wenn ich da springe, zeigt er in die Richtung. Dann könnte ich hinten in die Ecke reinspringen. Das wäre vielleicht eine Idee. Das machen wir jetzt direkt mal. Oh, ich bin mir sogar nicht mal sicher, ob der mich nicht sogar rippt. Easy. Ich bin auf einem relativ safen Spot aktuell. Das Ding kann mich, glaube ich, auch nicht weghauen. Wir können also entspannt erstmal nach vorne gehen. So, das Teil ist, glaube ich, auch nicht stark bzw. weit genug, denke ich mir. Ansonsten, ja, ich müsste mal gucken. Springe ich einfach nochmal hier rüber. Darüber. Darüber. Hier hin. Oh, Bro. Oh, Bro, ich habe einen Krankenlauf. Muss kurz überlegen. Wenn ich jetzt hier rüber springe, dann ist er da. Wenn ich da rüber springe, dann ist er hier. Okay, das schaffe ich. Yes, ich hab's geschafft. Die Keycard ist am Start. Die Keycard ist am Start. So ein Ding ist das. Und es reimt sich auch noch. Keycard ist am Start. Yes. So, Rätsel entspannt. Abgefrühstückt, Garten of Batman Pro, ich, Playmaker, Rätselmeister und ja, so, ich habe die weiße Family noch am Start, die Keycard, alles. Alles habe ich da. Und jetzt öffne ich die Tür und Game. Scam! Ich hatte doch gerade eine orange Keycard eingesammelt. Was sind das jetzt hier schon wieder? Also hat mir jetzt nicht, dass es eine rote war oder so, ne? Okay, ich check mal die Door hier. Aber ich denke, die kriegen wir auf, oder? Ja, die kriegen wir auf. Ah, jetzt weiß ich auch, wo wir sind, Leute. Okay, wir haben zwei Türen auf jeden Fall nicht aufbekommen. Wir könnten jetzt natürlich in dieses Baumhaus sozusagen hochklettern und nochmal den ein oder anderen Secret da mitnehmen. Würde ich auch natürlich machen. Also gehen jetzt zurück. Dann werde ich das Baumhaus aufmachen und dann gucken wir halt mal rein, was der Aal so zu bieten hat. Die Mission Baumhaus beginnt. Da oben in diesem, naja, ich sag immer Baumhaus, okay? Weil ich weiß nicht, da ist Holz, Mann, das ist irgendwo in der Luft. Ist einfach mal diese, der Block da oben. Da müssen wir jetzt erstmal rein. Wir könnten jetzt natürlich die Tür aktivieren. Das will ich aber noch nicht, weil ich nicht weiß, ob wir da oben irgendwas finden, was vielleicht noch wichtig ist. Ich kann mir nur vorstellen, da ist wieder irgendein Zettel drin. Auf ganz entspannt. So, und das war's. Oh, jo, okay, ich bin mittlerweile richtig fit, ne? Wenn ihr mal überlegt, so, ich war das erste Mal in Garden of Batman, wie ich hier hochgeklettert bin, wie der letzte Volldulli und jetzt laufe ich hoch wie so ein junger Gott, ne? Das ist Wahnsinn, wie schnell man sich an Spiele gewöhnt. So, ich will nämlich wissen, was mich hier oben angegriffen hat vor einiger Zeit. Offen. Ich wusste es! Eine schwarze Keycard? Okay, Leute, wofür ist die schwarze Keycard? Oder ist das die... Ey, wofür ist die? Ich kann es nicht sagen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Vielleicht finden wir sie auch noch zufällig. Jetzt Ende? Batman muss noch irgendwas machen, Leute. Nap wird freigelassen. Okay. Wow.
Wow, wo ist er hin, Mann? Ich drück den Schalter jetzt. Mach die verdammte Tür auf. Sind wir jetzt im Königreich wieder? Tatsächlich. Junge, warum sind hier Kanonen? Warum zur Hölle ist hier eine Schatztruhe? Und warum ist da zufälligerweise gerade ein Gang, der so aussieht wie ein Labyrinth? Ha, was ist das denn? Ah, das ist das Zepter. Na klar. Ich hab's schon so vergessen, Leute. Der Syringion beschützt eigentlich das Zepter. Sehr interessant. Da soll ich das jetzt mal holen, Jungs. Ich mache einfach mal den Aal auf, oder? Eject, Junge. Nap-Nap hat auf den Knopf gedrückt. Digi, was soll das? Oder vielleicht war es auch gut, Nap-Nap. Ich weiß es noch nicht, ob du Stress kriegst oder nicht. Ich muss das mir einmal angucken hier. Bruder. Da fehlt ein Stück vom Zepter. Ich glaube, mit in der Mitte irgendwie drin, ne? Oh, hell no. So, this is where the key to my prison was stored away. Wer ist das? All switches activated. The big door opened. Du kriegst hier gar nichts, Bruder. Du kriegst hier nichts. Ich bin auch da. Sir Dadadu, ich beantrage eine Audienz für deine Hässlichkeit. Was haben sie denn mit deinem Gesicht gemacht? Wo sind eigentlich Syringion und der Sheriff? Gute Frage. Er sagt, das sind Feiglinge. Ich glaube nicht. Ich sag, wir klauen jetzt das Zepter. Are you going to tell me where the missing beast is, or am I going to have to eat your pinky? You won't be doing any of that. Forget what happened between us before. You know we've always been my friend. Okay, Mann, was geht jetzt hier ab? Banban und Nap-Nap vertragen sich gerade. Digga, wenn Demon Banban kommt, könnte sein, dass er ihn wegreißt, ne? Was hat er gemacht? Yo! Was ist das denn, Nap-Nap? Diggi, wir müssen hier mal ganz schnell weg jetzt. Oh mein Gott, da kommen irgendwelche kleinen Viecher. Alter, was? Habt ihr gerade gesehen, was mit Nap-Nap passiert ist? Junge, das war ja wohl das geisteskrankeste Ding, was ich je gesehen habe. Bro, der ist ja so geisteskrank groß geworden. Heiliger. Okay, Mann, wo ist denn das Viech? Digga, wir haben hier wieder miese Chase-Sequence. Wer kennt's nicht? Geht jetzt ab. Okay. Ich versteck mich. Finden seine Witze lustig. Ich wusste es. Bitter Jiggles. Was? Bro! Wo ist Banban hin? Oh, Digga, Banban ist mies am Durchziehen. Okay, Leute, wir ziehen einfach durch. Wir laufen einfach. Banban! Was jetzt? In den Fahrstuhl rein? Noch weiter runter, bitte nicht. Bitte nicht noch in sechsten. Wer sind die, Mann? Both of you will be a fine addition to my army. Junge, drück den verdammten Knopf, Mann. Wo ist Nap-Nap? Look for the surgeon. Syringion! Banban! Also das Ende vom Ding her war schon cool. Ich sag ehrlich. Klar, die haben das nicht so heftig gemacht, wie man denkt. Aber Bro, das Ende war nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, was hat es mit Garten of Banban 5 auf sich? Was wird als nächstes in Garten of Banban 7 passieren? Was geht hier ab? Ah, es ist die Doom-Doom-Szene. Okay, ja, doch, da kann ich mich dran entsinnen. Da geht's jetzt weiter. Wir haben sehr, sehr viel Content verpasst, Leute. Sehr, sehr viel, was, oh mein Gott, ziemlich episch geworden ist. Und hier sieht man, wie Doom Doom durch die Wand da durchspringt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Animation. Und er muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass er vor dem wegrennt, ne? Und anscheinend ist das so ein wild gewordener Stier. So ähnlich wie in Spanien, Leute. Auf ganz entspannt. Und ihr seht schon, ne? Der haut hier alles weg. Da sind irgendwie so Säcke oder so unten dran. Ich weiß auch nicht, was das soll. Aber okay, kann man so machen. Oh, Junge, die Mucke ist so einfach zu wild. Digga. Leck mich fett. Oh, da haut er schon das nächste um. Okay. Wie geht's jetzt hier weiter? Also, er geht wieder zurück. Ich glaube, Dr. Fluffy Pants war der, der ihn irgendwie so ein bisschen besänftigen kann. Ne? Ich kann mich so leicht dran entsinnen. Ich glaube, das war irgendwie so. Muss auf jeden Fall auch mal wieder reinkommen. Das ist halt immer das Problem, wenn man da natürlich lange auch nichts geschaut hat. Oh, Junge. Er hat noch eine einzige Plattform übrig, ne? Das war's für ihn.
Jetzt wird er runterfallen. Und er ist auf dem Boden. Doom Doom wird ihn holen. Guckt euch das an. Dr. Fluffy Pants streichelt ihn wie ein Hund. Und das meine ich nicht mal böse. Oh, er hat ihn aber weggeschleudert. Anscheinend ist Doom Doom doch nicht so easy zu kontrollieren, wie man dachte. Es geht weiter nach vorne. Okay. Alter! Sieht irgendwie mega lustig aus, Leute, wenn Dr. Fluffy Pants der Dicke da irgendwie so wegläuft, ne? Und er will versuchen, die Wand rechtzeitig zuzumachen, aber das wird auf jeden Fall eine sehr schwere Aufgabe. Kriegt er es hin? Wand auf. Auch noch nicht. Junge, Doom Doom könnte echt so ein Ultra-Boss werden. Und da kommt er auch noch so entspannt durch. Okay. Schade, dass er es nicht hingekriegt hat. Er hat aber noch einen Versuch. Wird es hier schaffen? Das Ding geht zu. Ja, Doom Doom hat das Ding aber trotzdem aufgebrochen. Jetzt bin ich auch wieder so richtig drin in der Materie, ne? Oh, guckt euch das an. Alter Schwede. Ah, er hat eine Kiste abbekommen von irgendjemandem. Und jetzt muss er ganz schnell bis zum Ende laufen. Fraglich ist, ob Doom Doom ihn lässt. Oh, da ist Smiley Miley. Und anscheinend ist Smiley Miley gar nicht mal schwach. Die legt sich hier mit Doom Doom an und hat ihn runtergenockt. Und jetzt wie eine Mutti streichelt sie ihn und alles ist entspannt. Ich hätte es nicht gedacht, dass es jetzt so kommt, Leute, okay? Sehr geil. Finde ich gut. Fällt mir gut. Jetzt wird er mit dem Fahrstuhl runterfahren. Wo geht's da hin? Mit Dr. Fluffy Pants, der eine Spritze dabei hat. Wo geht's da hin? Die sind jetzt wieder in diesem Post Office, das kennen wir. Da hat man Smiley, Miley, ich glaube, die heißt so, ne? Da hat man sie kennengelernt, aber Hunky Jake ist hier. Wow! Doom Doom hat ihn einfach weggebombt. Das geht hier ab. Guckt es euch an, ne? Die wollen Hunky Jake zurückverwandeln. Das Gegengift. Da ist er wieder. Das hätte ich nicht erwartet. Leute, was für eine krasse Story gerade. Die brauchten 2 bzw. 3 Leute, dass er aufgehalten werden kann. Hunky Jake, wenn er wahnsinnig ist. Stellt euch mal vor, was passieren würde, wenn Doom Doom wahnsinnig wird. Das wäre natürlich nochmal so ein Ding. Würde ich gerne sehen, aber auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich sehr schrecklich. Es geht weiter nach unten. Und da ist der neue Gegner. Leute, ist mir egal, wie der heißt. Das ist eine Krabbe, das ist Mr. Krabs. Ist mir egal, Leute. Hashtag Krabs in die Kommentare, wenn ihr das auch so seht. Ist egal, wie der heißt Mr. Krabs. Sehr cooler Einstieg. Da oben ist er. Alter Schwede, Leute. Der hat so eine fette Kanone auf dem Rücken. Und wir haben uns schon mal einen kleinen Bossfight von ihm angeguckt. Der kommt auf jeden Fall morgen, Leute. Deswegen braucht nicht zu lange warten. Und hier geht's jetzt auch schon in die nächsten Räume. Und der hat, okay, der hat das bisschen falsch geschrieben. Das ist der Raum für Stärke. Dann war da noch was für Schnelligkeit. Das ist anscheinend ein Admiral. Das ist der Raum des Intellekts. Okay. Admiral Krusty. Für mich, Leute, absolut Mr. Krabs. Mr. Krabs hier also ein ziemlich prüfender Gegner, der hier möchte, dass man seine Intelligenz auf die Probe stellt. Und hier soll er müde gucken. Das sieht gut aus. Was ist da auf dem Boden? Trauriger Blick. Er muss hier also die richtigen Blicke zuwerfen. Okay, das hat jetzt aber irgendwie gar nicht gepasst, fand ich gerade. Hier soll der... Nee. Leute, die Prüfung macht er falsch. Da waren die Gesichtsausdrücke haben gar nicht gepasst. Absolut null. Angry, wenn er sauer ist. Anscheinend hat er es doch gelöst. Also, ich war der Meinung, da stimmt was nicht. Er hat einen Keks dafür gekriegt? Hey, ich will auch einen Keks und eine warme Milch. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist der Battleground mit Admiral Mr. Krabs. Und da kommt Opilla Bird schon. Und er gibt Opilla Bird den Keks, damit sie besänftigt ist. Und das bedeutet... Wow, wer ist er denn?
komplett anderer Gegner nochmal. Anscheinend irgendwie jemand aus seiner Crew oder so. Das ist so eine Kombination aus so Pillarbird und Mr. Krabs, Leute. Boah. Alter, das sieht richtig komisch aus. Okay. Ich weiß noch nicht, was das... Ja, okay. Vogel hat ihn aufgehalten. Ist das jetzt hier eine Gladiatoren-Arena oder was? Guck dir mal sein Auge da oben an. Wie sieht denn das aus? Jetzt muss er sich alleine um ihn kümmern. Und es gibt den ersten Bossfight hier mit Mr. Krabs. Und er muss ihn jetzt irgendwie besiegen. Er muss ihn aufhalten. Das ist jetzt nicht wie bei Doom Doom, wo er einfach nur weglaufen muss. Er muss ihn jetzt einfach besiegen. Und er hat zwei Gegner hier und hat Opilla wenigstens gebändigt. Aber, oh Mann, das sieht danach aus, als würde er immer näher kommen. Das ist so eine Art Felslabyrinth, ne? Oh no. Bruder, zieh durch. Ey, guck dir das mal an, wie... Das sieht schon wild aus, wie der da auf seiner Kanonenkugel umherschwingt. Warum geht er jetzt nicht in Richtung Ausgang? Wo will er jetzt hin? Was hat er jetzt vor? Ich verstehe das nicht ganz. Okay, diese ganzen Kugeln fliegen hier durch die Gegend. Die benutzt anscheinend Mr. Krabs, um sich so ein bisschen fortzubewegen, ne? Da ist die Kanone. Und er schießt den Vogel, die Ausgeburt der Hölle irgendwo hin. Und hat sich etwas Zeit verschafft. Finde ich gut. Bis hierhin okay. Lass das Biest frei. Tamataki mit weißen Augen. Anscheinend hat er sich verwandelt. Und hier, Leute, sehen wir schon wieder die nächste absolut dringliche Form. Und der rennt hier gerade die gesamte Bude ein. Das ist auf jeden Fall ein richtig wildes Spektakel. Und da knallt die Kanonenkugel rein, ne? Boah. Da oben schwingt er sich noch ein ab. Jetzt ist allerdings Opillabird nicht mehr da. Er muss jetzt zu Fuß bewegen und Opillabird wurde gefressen. Ey. Und er fällt runter. Das war's. Oh, Leute. Was ist das jetzt für ein Gegner? Eine Motte mit Riesenohren oder was? Eine Fledermaus? Das könnte interessant werden, Leute. Sehr interessant sogar. Oh. Was ist das denn für eine Räumlichkeit da hinten? Wie viele Lichter? Oh Gott. Das wird, denke ich, unser nächster Punkt. Und hier sieht man nochmal die ganzen Monster. Und habt ihr es gesehen, Leute? Die Monster haben alle schwarze Augen. Hier. Seht ihr das? Nur noch einige von denen haben normale. Ja! Wie laut, Alter! What the hell, Mann? Was ging jetzt ab? Digga, völlig übertrieben, Mann. Völlig übertrieben. Was ist das denn hier? Bro, wo sind wir? Wer ist er denn da oben? Kennt ihr den? Was geht jetzt ab? Bruder, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber es ist anscheinend Tamataki in kompletter Verwandlung. Junge, was geht denn hier jetzt ab direkt straight? Überall diese komischen Ketten. Er hat die Kanone draufgeschossen. Ist das da oben Mr. Krabs? Ich frag nur. Ist es Mr. Krabs, Leute? Habt ihr das gerade... Wow. Habt ihr das gerade gesehen? Hat er gerade einen Opillabird aufgegessen? Kurzen Step zurück. Ganz langsam. Ich muss jetzt genau reinstoppen. Kurz zurück. Tatsächlich. Also Opilla, komplett RIP. Und da ist die Kugel, hat ihn rausgeschallert. Und er ist weg. Was war das gerade? Er ist runtergefallen und jetzt in diesem Loch anscheinend. Er war in der Gladiatoren-Arena. Junge, wie ist der da reingekommen? Richtig cooler Stream, Athena, Dankeschön. Junge, was ist denn das für eine Map? Habt ihr es gesehen? War das Modman oder was?
Stopp. Was geht hier ab? Sind es neue Monster? Junge, wer ist er denn? Was ist das denn für ein Riesenwurm? Und wer ist er? Und wer ist er? Und wer ist er? Und wer ist er? Ich kenne die alle gar nicht. Junge, viele neue Monster sind denn jetzt hier da? Ich war doch nur 2 Wochen nicht da. Junge. So, was geht hier ab? Finde eine Taschenlampe. 5 elektrische Paneele, okay. Joa. Schauen wir mal, ne? Herzlich willkommen! LP ist auch wieder in der Familie! Wurde aber auch mal Zeit, ne? Wann gehst du wieder live? Ganze Woche fast. Eine ganze Woche, jeden Tag fast. Was geht hier ab? Wow, wer ist er denn? Warte mal. Der Name steht hier. Steht hier vorne dran. Moment. Nighty Boo. Okay. Wer ist Nighty Boo? Eine Motte oder was? Ein Nest. Ein Gedanke. Ist das eine Ameise oder was? Warum muss denn hier irgendwelche Knöpfe jetzt drücken? Was bringen die? Er ist raus. Hat der Lichter jetzt angemacht? Come on, it's useless. Oh, wo ist er denn? Der krasse Map auf jeden Fall. Oh. Woher weiß er, wo er reingeht? Oh. Da, okay, Sackgasse. Das ist Nummer 4. Anscheinend noch ein Schaltkasten. Hör doch mal auf, Leute zu erschrecken. Verdammte Motte, ey. Lichter sind wieder an. Lichter sind an, ne? Er sagt böse. Sind da überall solche. Jo, wer ist er denn? Sind da überall solche Viecher drin? Nee, ne? Tatsächlich schon, oder? Nein, das wäre zu. Oh, tatsächlich. Fledermäuse. Das ist ein ganzes Nest, wo der da drin ist. Garten of Bam Bam 5, Leute. Ich sag's, wie es ist. So, gelaufen. Komm, Mann, Alter, zieh durch. Oh, schwieriger Film. Aber was soll er jetzt tun? Er wurde runtergeschubst. Das war's. Wird er gerettet? Ja, tatsächlich. Anscheinend will die Fledermaus, dass er ihr hilft. Sie will raus. Und er soll helfen. Junge, Alter, was für eine Story, ne? Leute, können wir kurz reden? Wie groß ist der Kindergarten eigentlich bei denen? Wie groß ist der Kindergarten? Ich frag nur. Knopf drücken, dadurch können... Ja, freedom! Bye-bye! Okay, das Ding ist frei. Rusty? Well, I can help you to catch him. Anscheinend bringt, weil er sie befreit hat, bringt sie ihn jetzt irgendwo anders hin. Und ja, er ist wieder in der Arena, ne? Er ist wieder in der Arena gegen Mr. Krabs. Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber sobald hier eine Krabbe im Spiel ist, ist es für mich Mr. Krabs. Yeah, you finally made it. Welcome home. Was geht denn jetzt ab? Hat er eine Kanone auf dem Rücken? Oh Gott. Das glaube ich nicht so gut, ne? Coach Pickles auch hier drin? Ich check gar nichts mehr. Coach Pickles gegen Mr. Krabs und der smackt ihn ordentlich auf den Boden und die Motte ist, glaube ich, auch böse. Aber jetzt hat er es ihm gezeigt, ne? Boah, mit der Kanone ging gut. Oha! Der Megakampf.
bisher muss ich sagen, krasser Eindruck. Oh oh. Passt der da überhaupt rein? Wie? Niemals passt der da rein. Okay, anscheinend geht es irgendwie zurück. Und das sieht mir ganz danach aus, also Zolfius und Zolflina irgendwie da was mit zu tun haben könnten, weil das deren Gebiet ist. Boah, Junge, der ist aber schon echt sehr gefährlich, ne? Eieieiei. Was geht da jetzt ab? Okay, was macht man, wenn einem so ein Riesenmonster verfolgt? Er springt runter mit Coach Pickles. Digga, da oben ist ein Knopf. Er kriegt ihn einfach nicht klein, ne? Oh Gott, jetzt, das war's jetzt. Ist da nicht Feuer vor ihm? Was war das? Habt ihr den Mund gesehen? Alter Schwede. Dankeschön für die Donokuss. Oh, Digga, vorsichtig. Bruder. Wie heißt das große Ding? Ich weiß es nicht. Okay, also das war jetzt gerade ein bisschen billig, muss ich auch an der Stelle sagen. Warum ist das Nest da so groß? Das sind so viele Eingänge. Ich finde das krass, dass auf deinem PC halt richtig clean läuft. Ne? Ist jetzt runtergefallen? Sind jetzt irgendwie auf dem Boden. Okay. So weit, so gut. Are you okay? Let's get out. Oh, das riecht nach einem Bosskampf gegen Coach Pickles anscheinend. Doom ist auch noch dabei? Bro! Aber schon nicht schlecht, finde ich. Oh, Junge, zeig sie mal da. Da gibt's jetzt erstmal richtig miese Beulerei zu dritt. Was ist das für ein Drache? Respekt. Es geht anscheinend rein. Okay. Ja gut. Das war's dann erstmal, ne? Boah, ich liebe diese Musik. Stierreiten auf Wish bestellt. Schon, ne? Das ist jetzt, da geht's jetzt zu Doom Doom oder was? Weil ich kann mich an diese Szene hier leicht erinnern, sag ich. Ne. Mr. Grimm. Das ist Mr. Grimm, Leute. Musik gut. Bro, ich glaube, das war's jetzt. Mr. Grimm ist nicht mehr da. Er springt runter. Seht ihr das? Alle Augen sind ganz komisch jetzt mittlerweile, ne? Die sind alle so ganz komisch jetzt, als wären die in Trance. Jeder. Ist Mr. Grimm der neue Megaboss? Zolflina. Sehr interesting. Das hier ist jetzt Hungry Tammy. Der Charakter ist sehr aggressiv und sehr, sehr OP. Es ist Zeit für Essen.
Der hat die ganzen Captain Fiddles aufgegessen, oder was? Schwacher Charakter. Zolf Lina, sass. Ja, das werden wir gleich sehen, was es mit Zolf Lina auf sich hat. Einfach die Captain Fiddles hat er ausgesaugt, ne? Die sind Feierabend. Ist er ein Vampir? Da war eine Schlüsselkarte im Schrank. Wer kennt sie nicht? Die Schlüsselkarte, die man braucht, direkt nebenan im Schrank. Minus 598. Bro! Wie groß ist dieser Kindergarten, bitte? Alles klar. Alles klar. Ist das Doors, Leute? Doors einfach. Oh, er kann da nicht mehr hoch. Es geht zwar noch weiter nach oben, aber minus 600 ist der Stock, ne? Noch mehr Captain Fiddles tot. Die liegen da alle weg. Die wurden sowas von aufgegessen, Leute. Wer war das von euch? Yo! Yo, was geht denn jetzt ab? Was? Bruder! Dieses ganz andere Szenario auf einmal. Digga! Einfach Zombie-Invasion. Der muss jetzt aber mal ganz schnell durchziehen. Crazy. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall sehr interessant. Guckt euch das mal an. Wie schnell muss er da jetzt raus? Ganz schnell. Die sind ja immer schneller, die Dinger, ne? Schnell weg. Erstmal zumachen, jetzt ist kurz Ruhe. Zombie? Fiddle-Apokalypse. Crazy. Ich muss schon sagen, Respekt. Das war gerade eine Sache, die mich sehr überrascht hat. Hungry Tammy macht die Leute zu Zombies! Da sind sie alle! Wenn die sich umdrehen, es wird so episch aussehen. Es kann sein, dass jetzt Alternate Ending ist. Das könnte ein alternatives Ending sein. Das ist oft so bei denen. Ich guck mal. Der Raum sieht nicht anders aus. Nein. Aber der Gang ist doch deutlich länger. Hä? Wie schnell ist der da hingekommen? Sieht schon anders aus, die Map. Bisschen. Er macht auf. Da sind sie gerade, ne? Okay. Warum Zolf Lina? Und was hat es mit ihr auf sich? Der summt da irgendwas. Irgendeine Musik summt der. Er sieht, glaube ich, nichts, ne? Guckt euch das an! Was geht denn da ab? Alle wollen Döner. Ich glaube eher, alle wollen den Charakter essen. Wenn der Charakter ein Döner ist, dann okay. Dann wollen alle Döner. Was ist hier? Oh Gott! Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Zolf Lina ist hier irgendwo in der Nähe. Spring mal da rein. Oh, Leute. Also, ganz kurz mal, ne? Ich sag euch, wie es ist. Ich muss mir einen von diesen Captain Fiddles mal unbedingt genauer betrachten, wenn er gleich nochmal hinguckt und wir einen irgendwie hätten. Da. Also, solche Charaktere würde ich in meinem Game auch ziemlich fühlen. Was meint ihr, Leute? Wieso haben die eigentlich rote Augen? Ich denke wegen Zolf Lina. Ich kann mir vorstellen, dass die der Auslöser ist. Die wird der Drahtzieher sein. Aber die sind halt schon ungefährlich, ne? Wie die Beißer aus manchen Serien latschen die halt nur. Die werden nur in der Überzahl, werden die sehr gefährlich. In der Überzahl werden die extrem gefährlich. Da ist Zolf Lina, ich hab sie gesehen. Okay, krass. Wir gucken uns Zolf Lina jetzt mal gleich ganz in Ruhe an.
Sie ist froh, ihn zu sehen. Kannst du auch mal da hingucken? Da haben wir sie, ne? Die ist pink und die hat auch so einen Lippenstift hier dran. Richtig komisch. Zolf Lina. Wie gefährlich wird die, Leute? Was glaubt ihr? Guter Boss oder böser Boss? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr meint, ob es gut oder böse ist, ne? Hundertprozentig ist die der Drahtzieher. Böse. Ich denke böse. Ich glaube nämlich auch. Yoshi ist am Start. Der guckt dir Yoshi an. Alter, ist das ein Bulldog. Boah, Junge, auf Yoshi ein bisschen riden wäre auch cool, ne? Kann der eigentlich jetzt diese Charaktere wegpunchen? Wäre wild. Coole Animation. Sag ich euch, wie es ist. Was kommt als nächstes? Stinger Flina? Geiler Charakter eigentlich. Er kann halt, glaube ich, nur nach... Man kann nur mit ihm so nach vorne gehen, denke ich mal. Hungry Tammy ist immer näher. Hier ist Feierabend. Kurz da, Digga. Abgelegt wie so... Oh Gott. Crazy Charakter. Wir gucken nochmal rein in das Gesicht. Also, ich weiß nicht, aber an irgendwas erinnert er mich. Der erinnert mich, glaube ich, an dieses Monster von Alien. Kennt ihr das? Alien vs. Predator? Das sieht so aus wie dieses Alien-Monster. Es hat auch so ein komisches Gesicht. Und dann diese riesenlange Zunge so. Das kommt schon ungefähr hin, ne? Ich würde sagen, ja. Ja, Leute, das war's wieder mit einem weiteren Video zu Garten of Benben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns die 265.000 Abonnenten voll machen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und, Leute, ich habe am 5.6., also am Montag, Geburtstag. Wir werden dann einen Stream machen. Hab schon richtig Bock. Lasst ein Like da, wenn ihr das auch so seht. Viel Spaß, dickes Küsschen. Und wir gehen raus. Denno out.